Willkommen zurück zu Far Cry 2. Ja, hier in der Pause hatte ich schon gehört, da quatschen. Hört ihr? Naja, geht mal weiter da lang. Ich gehe mal weiter hier rum. Denn hier irgendwo um die Ecke muss es nämlich sein. Na super. Muss aber. Oh, das ist. Ah, nein, den haben wir mal voll im Arsch geschossen. Aber da vorne. Oh oh. Raus damit. Scheiße. Ich glaube, von der anderen Seite wäre ich auch noch beschossen. Reicht's noch? Aua. Oh, au, Mann, das war schon bis auf den Knochen. Gib mir mal eine Spritze. Musst du nachladen? Ja, musst du nachladen. Sie haben soeben ein verstecktes Untergrund freigeschaltet. Ja, besser ist es. Meine Güte. Die waren ganz schön. Habe ich gar keine Granaten mehr? War ganz schön knapp gewesen. Ich wollte nämlich mir... ich glaube, ist es das jetzt, wo ich hin muss? Ja, das ist es. Ich glaube nämlich, die haben hier Geiseln und der Typ, der da drin ist, der ist auch eine Geisel. Nimm mal die Pistole. Ja, hier waren wir ja schon mal. Okay. Sie haben das Fieber, meine Tochter auch. Wir haben die Arznei. Haben Sie die Reisepapiere? Ja, sicher. Für die Kleinen tun wir das alles. Hier, bitte. Sei mit ihnen. Oh ja, die haben Medikamente, die nicht mal Reisepässe gehabt haben. Boah, ist ja Wahnsinn. Na gut, ich würde sagen, wir schlafen mal. War das jetzt nachts gewesen? Nee. Ja, schlafen wir mal hier eine Stunde. Und speichern mal die ganze Sache. Ja, ich weiß, der Part fängt an und er speichert schon. Was soll ich machen? Muss es ja nehmen, wenn es kommt. So, naja, dann wünsche ich euch viel Vergnügen in Afrika oder wer weiß, wo ihr hin wollt. Keine Ahnung. Und du auch viel Spaß. Ja. Würde ich auch mal sagen. Danke für die Pillen. So. Ich denke mal, das Auto ist extra für mich hier hingestellt worden. So, was wollte ich denn jetzt machen? Wir sind da zum Waffenhändler, wollte ich, ne? Ja. Könnten ruhig mal eine Waffenhändlermission wieder machen, damit mehr Waffen freigeschaltet sind. Sind da oben noch welche? Ich hoffe nicht. War das ein LKW? Nee. Okay. Oh, da geht's zum Waffenhändler. Da will ich hin. Ich glaube, bei dem Waffenhändler waren wir auch schon mal. Halt, ist hier nicht der Waffenhändler? Wo ist der denn? Und noch weiter unten? Da vorne. So, denn wir haben ja auch keine Sniper mehr. Ich glaube, wir müssen erstmal hier rein. Wir nehmen dann auch gleich von ihm die nächste Mission an.
So, könnte ich mal hier meine Spritzen auffüllen? Danke. Ah, da ist er ja. Mein Freund, was halten Sie von einem kleinen Geschäft? Es gibt da einen Kerl, der minderwertige Waffen aus dem Osten liefert. Will mich unterwandern, Sie verstehen? Wenn Sie die Lieferung stoppen, habe ich vielleicht etwas Besonderes für Sie. Aha. Wir verstehen uns. Okay, die machen wir. Jetzt haben wir auch schon genug Diamanten. Ah, die AK-47. Ich will aber erstmal hier ein bisschen was freischalten. Leichter Angriffsgurt, Munitionsverbesserung, Schrotflintengurt, Pistolengurt. Ich weiß jetzt nicht, ob man die alle kaufen muss. Und hier haben wir Grenadiergurt. Kaufen wir doch den mal, ne? Haben wir hier unten noch was? Ach, hier haben wir noch mehr. Waffenlager. Ach, hier sind diese Kisten. Oh, mittlere Verbandskasten. Das ist eine Spritzenverbesserung. Boah, aber guck mal, was die kosten. Naja, gut, das mit den Waffenkisten, das kann man ja fast zum Ende machen. Aber das wäre schon, wer weiß, wie viel Spritzen wir dann mitnehmen. Aber gut, bis jetzt haben sie immer gereicht. Ich würde sagen, ja, das reicht erstmal, dass wir hier diesen Gurt nehmen. Mal sehen, was der ausmacht. So, hier war aber noch Handbücher gewesen. Genau, von der. Sonst hatten wir hier keine, ne? Doch hier. Die nehmen wir mal beide mit. Und hier die hier für die Pistole. Hier nochmal Pistole. Ist auch immer ganz wichtig, dass die Waffen dann auch besser laufen. Ist nochmal für die PK. Oh, oh. Fischerboot. Ach so, das ist Reparaturverbesserung. Nee, das brauchen wir jetzt auch noch nicht. Dann gucken wir mal, was wir jetzt hier eine Waffe freischalten. So, hier hätten wir einmal die AK. Was hätten wir noch? Hier hätten wir anstatt der Pistole hätten wir eine Art MP, ja, so Art Uzi auch. Ja, das war es eigentlich schon. Ich glaube, ich nehme die AK. Aber dann kann ich keine Sniper mehr mitnehmen. Das ist auch blöd. Dann... Boah, ich will aber unbedingt die AK freischalten. Weil ist wirklich ein gutes Sturmgewehr. Die hatten wir ja schon. Boah, ja, hier, die Sniper, das wäre natürlich die, obwohl die Draganov nicht so, in anderen Spielen ist sie zumindest nicht so gut. Das Scharfschützengewehr haben wir. Oder hier, die AS-50, oh man, hoffentlich kriegen wir die bald. Dann war das die AS-50, die wir vorhin hatten, die explodiert ist. Ja, Leute, was sagt ihr, soll ich hier die Art Uzi nehmen vielleicht? Für die Pistole. Ja komm, nimm mal die. Jetzt haben wir noch zwei. Können wir gucken, ob die gleich eventuell. Ach nee, da muss ich sie erstmal kaufen. Haben wir ganz schön viel gekauft. Neue Verbesserung freigeschaltet. So, wir gucken nochmal, ob wir für die zwei Steine eventuell noch ein Handbuch kaufen können. Für die. Ah, die kostet leider 3. Na gut, dann beim nächsten Mal. Dann beim nächsten Mal. So, speichern wir hier nochmal schnell. Ganz unten.
Frage ist, ja doch, so eine Art SMG ist natürlich viel besser wie eine, also in dem Fall, weil die schneller schießt, ne? Ich meine hier mit Schalldämpfer, aber bis jetzt haben wir überhaupt keine Schleichaktionen gemacht. Also ich jetzt, ne? Das wäre ja für Ranschleichen und so von hinten in den Kopf und so, ne? Also erstmal nehme ich mir nochmal eine neue Sniper mit. So, dann nehme ich mir ein neues Maschinengewehr. Das haben wir jetzt auch wieder verbessert. Und dann würde ich sagen, diese SMG. Ja, Sprengsätze weiß ich jetzt nicht, wann wir da nochmal wieder welche brauchen. Granaten nehmen wir uns mit. Hier haben wir noch. Und Munition. So. Ja, und diese Waffen hier. Doppelläufige Schrot. Das Blöde ist, dass nur ist quasi, weil er die beide auf einmal abschießt, dass du da ewig am Nachladen bist, ne? Ja, und die haben wir ja schon ausprobiert. 5 Explosivpfeile habt ihr gesehen, und manche, die haben sogar, sind sogar gar nicht gestorben. Ja, und hier die Sniper für lassen? Nee. Okay. So, dann gucken wir mal. Sniper. SMG. Ja, mit 120 Schuss und unsere fette. Super. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wo wir denn überhaupt hin müssen. Oh mein Gott. Das ist natürlich sehr weit. Ich müsste jetzt eigentlich zum Bus nach oben. Das heißt, wir müssen hier runter und dann links. Eieieiei. Naja, gut. Dann wollen wir mal. Ja. Wolltest du gerade ins Haus gehen? Da hinten rannte aber noch einer rum. Mal ein bisschen Dings machen hier. Und wenn wir Pech haben, verbrennen wir hier. Okay, ich hatte gesagt links, ne? Okay, dann hauen wir mal ab. Vielleicht sind sie ja beschäftigt mit Feuerlöschen. Wir müssen aber, Moment, ne, eine andere Ansicht. Ich muss mich jetzt gleich links halten, weil sonst fahren wir ja direkt, ja, links halten. Da vorne. Ja, ist besser, diese Strecke bis zur Bushaltestelle zu fahren, als wie quer durch die Karte zu donnern. Ich meine, gut, findet man bestimmt auch einige Edelsteine, wie hier gerade. Hier haben wir wieder einen. So, er blinkt, blinkt, blinkt. Jetzt sagen wir nicht wieder unter der Brücke,
dass ich da runterspringen muss. Echt jetzt? Oh, was? Da drüben. Ah, die Munition, die können wir uns auch sparen. Stirb, mein Freund. Nicht überlebt. Ach, ich glaube, da kann man ja ewig schießen. Das ist doch ein Job für die Sniper wieder. Ach ja, ich habe ganz vergessen, die müssen wir ja wieder nachladen. Bleibt ruhig so stehen. Oh. Der war gut. Oh mein Gott. Voll im Schenkel. Alter. Bist du nicht ganz knusper? Was hat der für eine Knarre? Bist du ja nicht. Alter, hier ist irgendwo ein Sniper. Wo? Der mir barbarisch Schaden macht. Ah, da. Da hinten. Da war er. Da ist zumindest das nicht weit wahrscheinlich. Das Grüne da ist natürlich Waffenhändler. Aber wir kommen ja gerade vom Waffenhändler, ne? Ich wollte jetzt eigentlich mal wissen, wo der Diamant ist. Okay, hier kann man nochmal runtergehen. Ich habe mir schon fast so gedacht, dass der hier unter der 25 von 221. Noch eine Menge, die wir da sammeln müssen. So. War das jetzt hier ein Wachposten? Ich gucke mal. Oder nicht als was posten. Na gut, manchmal muss man hier auch Munition nur aufsammeln. Oder hier irgendwo. Damit er das registriert. Also für mich ist das ja eindeutig. Oh, steht dann da. Oh, wir haben einen neuen LKW. Da hat sich das ja auf jeden Fall schon mal gelohnt. Nee, ich glaube, den hatten wir schon mal. Den Wachposten. So. Auf alle Fälle. So, ich will zum Busbahnhof, mein lieber Freund. Und dazu muss ich jetzt diese Schleife wieder fahren. Ah, das Lager da vorne. Das hatten wir ja auch schon mal. Aber jetzt haben wir ja die ultimative Waffe wieder an Bord.
wir müssen leider hier durch. Es schießt keiner. Aha. Kann das sein, weil... Ah, doch, jetzt schießen sie. Ich dachte schon. Aber wir lassen die mal schießen. Denn wir haben keine Zeit und ich glaube, ich muss hier lang. Ui. Oh, jetzt dachte ich gerade, ich kipp um in der Kurve. Nichts passiert. Okay, da kommt ein Auto. Wollt ihr meine Wumme kennenlernen? Ich glaube, die haben genug. So, war nett, euch kennengelernt zu haben. Aber ihr könnt mir hier nicht einfach den Weg versperren. Das geht nicht. Schade ist, dass ich den LKW jetzt hier wieder... Ach, da oben, das C-Force, das hatten wir ja schon. Ich erinnere mich. Ui, nein, 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 nicht runterfallen. So, und der Busbahnhof, der war, glaube ich, hier oben, ne? Ja. Ach, auch schade. So, hier hatten wir ja keinen Diamanten, ne? So, wir müssen jetzt aber, Moment. Mal die große Karte. Ja, unten rechts wäre am besten. Ne, Moment mal. Der bewegt sich ja, das Ziel. Ja, aber langsam. Ich denke mal, das ist in der Region da unten. Seht ihr das? Das fährt da im Kreis, glaube ich. Okay, unten rechts. Unten rechts, hier müssen wir hin. Ja, und wegen den goldenen AKs, da habe ich mir überlegt, da werde ich mir aus dem Internet so einen Plan mal runterladen. Weil sonst sucht man sich doof und dämlich. Könnt ihr mir glauben. War das gerade wieder Malaria? Moment, wenn wir gleich... War doch gerade wieder Malaria, ne? Die Umrandung gerade... Ja, habe ich doch richtig gesehen. Und bloß gut, wir haben neue Pillen. Oh oh. Ich war das nicht. Glaubt mir. Hm, die kommen her. Das war doch schön. Habe ich Bäder erwischt? Ja. Habt ihr gesehen, die Busse, die sind gar nicht, die sind gar nicht hier, sag schon. Und sie sind unzerstörbar, wollte ich sagen. So, Diamanten gab es hier auch keinen. Jetzt müssen wir mal gucken. Hinter uns ist aber noch ein Safe House. Wollen wir uns um das mal kümmern? Ich meine, die Mission, die wird ja nicht weglaufen. Oder? Der fährt da immer im Kreis, tatsächlich. Da könnten, da hätten wir eigentlich Minen gebraucht. Also hier so, ne? So eine Mine wieder. Aber jetzt ist zu spät, jetzt haben wir keine Mine. Müssen wir irgendwie Straßensperre errichten. Obwohl, da vorne ist ein Waffendings. Könnten wir uns schnell noch die Minen holen? Genau.
Aber ich würde sagen, dass wir uns mal um das Safehouse kümmern hier. Dann eventuell, warte mal, konnte man hier speichern beim Bus-Dings? Nee, ne? Aber beim Safehouse. So. Moment, das ist ja hier gleich. Hier oben irgendwo. Das werden wir doch mal ganz schnell übernehmen hier. Da hinten, wo das Lagerfeuer ist. Vielleicht können wir da ja auch snipern. Mal nachladen. Ich sehe leider keinen. Doch, da. Einer. Da ist noch ein zweiter. So, das ist unser. Wunderbar. Haben die hier so ein richtig schönes... Boah, ja, richtig schön gemütlich. Unser Safehouse. Lalala. Ja, tut mir leid, Leute, dass ihr leider sterben musstet, damit ich hier mein Safehouse habe. Ja, und tatsächlich, hier sind jetzt immer die Spritzen. Wir brauchen bloß leider keine. Gerade. Na gut, dann würde ich sagen, schlafe ich hier noch eine halbe Stunde und speichere dann gleich mal. Und im nächsten Part... ja, man kann das schlecht erkennen hier. Hier unten sind drei Leute auf dem Bild. Ja, kann man aber schlecht erkennen. Ja, und im nächsten Part machen wir dann die Mission. Und ja, dann sage ich mal tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Far Cry 2. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.